Mamadola. Das ist Mamadola. Sie riecht nach Alkohol, Rheumasalbe und Reuelosigkeit. Ah, so wie meine Oma. Hallo. Na, wie kann ich euch beiden helfen? Letzter Windmönch, Flötennasenverfolgung, Mamadola, Basilenreparatur. Letzter Windmönch erstmal, gehen wir von vorne durch. Wisst ihr, wo ich den letzten Windmönch finden kann? Natürlich. Ich habe die kleinen Mistkerle jahrhundertelang großgezogen. Was? Es gibt ein Kloster. Tief in den Schippenbergen, hinter diesem fest verschlossenen Tor liegt es, versteckt vor der Außenwelt. Aber, und das ist wichtig, mein Junge, den Weg musst du ganz allein finden. Warum ich? Warum nicht? Ha! Ich finde den letzten Windmönch also in einem Kloster in den Schippenbergen. Ganz genau. Aber die Tür ist mittlerweile etwas ramponiert. Die kriegen wir schon auf. Das ist die richtige Einstellung. Alle Flötennasen werden verfolgt. Die Leute hassen uns richtig. Wie konnte es nur so weit kommen? Alles Emils Schuld. Ach, mein Junge, die Leute hassen euch nicht. Die Leute haben nur gerne gemeinsame Feinde. Das ist wie ein gemeinsames Hobby. Wenn du anfängst, dich zu fragen, was mit dir selbst nicht stimmt, dann führt das zu echtem Hass. Ich glaube, es gibt kein Gefühl, bei dem es mehr um das eigene Herz geht. Ich hasse Emil. Dieser Emil-Typ scheint mir ein sehr wütender Mensch zu sein. Ja, traurige Geschichte. Ah, ja. Wir müssen die Verfolgung stoppen. Die einzige Möglichkeit ist, Emil aufzuhalten. Glaubt ihr, dann hört der Hass einfach auf? Ach, ihr kennt doch die Asposa. Lass ein paar Wurzelbier und ein paar Tage ins Land ziehen und die Sache landet vergessen in irgendeinem Geschichtsbuch, das am Ende doch keiner liest. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Traurig. Mamadola. Wart ihr die Erscheinung, die ich gesehen habe, nachdem ich entsteinert wurde? Wie habt ihr das gemacht? Oh, eine gute Zauberin verrät nie ihre Tricks. Sagen wir einfach, ich weiß, wie man mit Leuten redet, die weit weg sind. Oh, woher könnt ihr das? Ich weiß noch, dass ich bei einer verrückten alten Schachtel in die Leere ging. Danach ist alles eine verschwommene Wolke aus Kräutern, Lagerfeuern und Wurzelbier. Klingt nach Spaß. Oh, den hatten wir. Ist es nicht ein wenig einsam hier in den Bergen? Och, ich bin oft in der Stadt und außerdem kann ich ja Ferngespräche führen. Okay. Die Basilen waren nie echt, oder? Um Gottes Willen, nein. Die Dynastie war echt und die Windmönche. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, von denen ihr nie erfahren werdet. Aber die Basilen sind so erfunden wie mein Alter. Das müssen wir Emil beweisen. Wenn ich das Ding repariert kriege und zu ihm bringe, muss er uns glauben. Ein guter Plan. Ein Scheißplan? Wie soll denn das funktionieren? Ich habe das schon so oft gesagt, das macht keinen Sinn. Ah. Mein Der Basil Gott. Wird Emil die Wahrheit beweisen. Ich hoffe nur, er hört dir dann auch zu. Keine Sorge, ich habe Methoden. Hervorragend. Hast du mal überlegt, bei mir in die Lehre zu gehen? Was hätte ich davon? Freibier. Ich denk drüber nach. Was bedeutet das? Du kannst Kontakt herstellen? Siehst du dieses schicke Dosentelefon da drüben? Ich brauche ein paar Sachen. Wenn du mir einen Glücksbringer, was Brennbares und was Persönliches von deinem Vater bringst, dann kann ich eine Verbindung zu ihm aufbauen. Stopf es einfach in die Dose. Okay. Glücksbringer, was Brennbares, was Persönliches. Muss es ein bestimmter Glücksbringer sein? Ach, Kind, mach keine Wissenschaft draus. Es ist nur einfache Zauberei. Aber ich mach gerne... Nimm irgendwas, das Glück bringt. Stopf es in die Dose und zack, Ferngespräch. Aber ich mach gerne eine Wissenschaft aus allem. Aus allem. Kann ich nicht einfach ein Stück, was weiß ich, ein Gras... nehmen und sagen, das ist jetzt mein persönlicher Glücksbringer. Das hat mir schon immer Glück gebracht.
was ja nicht gelogen wäre, weil ich es ja erst vor einer Sekunde aufgehoben habe und seitdem hatte ich kein Pech mehr. Und das Reinstopfen? Würde das nicht Glücks bringen? Theoretisch? Also, egal, was Brennbares. Muss es etwas Bestimmtes sein? Irgendwas, das ein ordentliches Feuer anfacht. Ich mag, wie ihr denkt. Wie wär's mit dem Kleid? Was Persönliches? Genau. Egal, was du findest. Es muss etwas sein, das nur von deinem Vater stammen kann. Oh, ich? Netter Versuch, aber du passt doch überhaupt nicht in die Dose, mein Schatz. Können wir loslegen? Solange noch Zutaten fehlen, kann das Ritual nicht begonnen werden. Also, wir brauchen definitiv noch was Brennbares. Ansonsten macht das keinen Spaß. Natürlich braucht man etwas Persönliches von deinem Vater. Etwas Einzigartiges. Gib dir Mühe. Ein Glücksbringer ist enorm wichtig. Denn ohne Glück funktioniert das alles sowieso nicht. Das war's auch schon. Fernsprechzauberei ist kein Hexenwerk. Okay. Also wir haben ein Basilenauge, das brennt nicht. Wir haben Nasenschoner, der könnte brennen. Ah, nee, okay, ich weiß, okay. Nee, ich hab's. Also Kleeblätter fürs Glück. Was Brennbares, der Alkohol. Das wird brennen. Und Zertifikat, das Persönliche. So, Mama Doda. Hallo. Na, wie kann ich euch beiden helfen? Ihr habt eine interessante Jacke. Nochmal wegen dem Ferngespräch mit meinem Vater. Können wir loslegen? Reminepo, ich rufe dich an. Oh Gott. Hallo? Oh, Wollmäuschen und Okarius Junge. Meine Güte, ich wusste, dass du ihn findest. Hallo. Hallo, wie geht's euch? Reminepo, alter Freund. Kein Tag gealtert, seit ich dich gezwungen habe, die Basilen für mich zu bauen. Danke der Nachfrage. Gut. Also, wenn man davon absieht, dass ich von einer Horde Wahnsinniger in einem geheimen Labor festgehalten werde. Emil glaubt wahrscheinlich, ich könnte dem System noch nützlich sein. Hast du ihm erzählt, dass Conrad dich damals gezwungen hat, die Basilen für ihn zu bauen? Mehr als einmal. Aber er glaubt mir kein Wort. Er will mir nicht glauben. Ich werde ihm ein Beweisstück bringen. Dann muss er uns glauben. Meine tapfere kleine Wollmaus. Papa, ich hol dich da raus. Sind sie zumindest gut zu dir? Danke. Ich kann mich nicht beklagen. Naja, mein Rücken macht wieder Probleme. Die alte Leier. Aber was will man machen, nicht wahr? Habt ihr schon mal Nektarinsäure ausprobiert? Ich habe gelesen, wenn man eine Creme aus dem... Falscher Zeitpunkt. Papa, ich habe hier ein Problem. Es geht um einen Basilen. Ja? Ich muss das Ding wieder zum Laufen bringen. Ich habe das Startmodul eingesetzt, aber ich habe den Spruch für die Sprachsteuerung vergessen. Meinst du Lorem Ipsitus Fladimob Sibi? Schwengelti Dengel Avicist Mi Aistibumgedre Dacitorus Lampi? Ach, richtig. Wie konnte ich das vergessen? Danke, Papa. Kein Thema. Und wie geht's euch beiden so? Bekomme ich demnächst mal Enkelkinder? Hoffentlich. Tschüss, hab dich lieb. Bis bald. Dann kann ich den Spruch von meinem Vater ja gleich auf die Muschel sprechen. Lorem ipsitus fladimob sibi, schwengelti dengel, avicistmi, aistibum gedre, dacitorus lampi. Das war doch... Ich habe erst gedacht, das ist das Lorem Ipsum, aber... Das geht ja anders.
Na gut. Ich spreche leider kein Latein. Bahnschild. Also ich weiß nicht, ob das... Es kommt mir aber auch nicht sehr lateinisch vor. Also das ist bestimmt irgendwie ein Schwachsinn. Ah ja, genau. Hier, Laura. Ich muss immer noch dieses komische Ding hier aufmachen. Das blöde Chili. Naja. Da komme ich nicht ran. Muss hier auch nicht rankommen. Ach nee, sie muss ja das Ding da reinsprechen. Ich habe den richtigen Satz schon drauf gesprochen. Jetzt muss das Ding in den Basilen. Ach so, ja, klar, ich war... Okay. Ein wenig abgelenkt, muss ich sagen, als sie das eingesprochen hat. Lass das. Das muss so sein. So. Wie, nicht in die Kühlflüssigkeit? Okay, das müsste funktionieren. Basil, mach dich flugbereit. Ah, sehr gut gemacht. Cleveres Mädchen. Alle Systeme startklar. Aber ich muss noch Flötennase helfen. Können wir nicht mit den Basilen das Tor durchbrechen? Also, ich meine ja nur, weil... Wie bekomme ich es nur auf? Das ist eine gute Frage. Die Oma weiß auch nichts, oder? Hallo? Na, wie kann ich euch beiden helfen? Ferngespräch. Nochmal wegen dem Ferngespräch mit meinem Vater. Können wir loslegen? Reminepo, ich rufe dich an. Aber wozu? Hallo, Papa. Du, ich hab schon wieder den Spruch vergessen. Den, mit dem ich die Basilen kontrollieren kann. Was? Kein Problem. Der Satz lautet... Lorem ipsitus fladimob sibi. Schwengelti dengel, avicist mi, aistibumgedre, dacitoros lampi. Das ist totaler so, Quatsch. Danke. Geht's dir ansonsten gut im Gefängnis? Mir geht es wesentlich besser als den armen Flötennasen hier. Mach's gut, Schatz. Das ist irgendwie Mischung aus irgendwas Eigenem und dem Lorem. Ich habe den richtigen Satz schon drauf gesprochen. Jetzt muss das Ding nehmen. Das hast du ja schon gemacht. Das ist ja also. Das ist ja. Also. Basil, sag mal was. Mach mal was. Nein, danke. Ich habe noch blaue Flecken vom letzten Mal. Kann ich die Versteinerungsauge da rein? Warum sollte ich das tun? Damit ich eine Waffe habe, mit der ich Emil versteinern kann oder so? Was weiß ich denn? Ich komme nur auf ganz komische Gedanken. Warum sind da eigentlich so komische Drachen oder was auch immer das sind? Also irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt tatsächlich Basilien. Ist auf den Steintafeln hier. Sind da so komische Drachen oder Schlangen oder was auch immer. Na gut, also wir brauchen eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Wir haben nur keine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Es ist, ja, ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Ein Lied spielen? Nein, kein Lied spielen. Das war nicht die Antwort. Habe ich irgendwas verpasst? Kann das sein? Keine Chance. Es ist fest verschlossen. Da geht es ins Gebirge. Chili-Kiste. Verpuffung, so dass es beim Tor beschädigt wurde und nun nicht mehr geöffnet werden kann. Mama Dola nutzt einen Fernsprecher. Du solltest es. Vielleicht kannst du dazu das Ritual ein wenig manipulieren. Okay, ich probier mal was aus. Nein, das bringt nichts. Das wäre auch zu schön. Aber wozu?
Ich meine, das ist ein Warnschild, klar. Achtung, Ferngespräche. Ich habe keine Angst vor Ferngesprächen. Aber wozu das Auge von dem Basilen da reinstecken? Das versteinert doch nur. Soll das, also, wo ist da der logische Zusammenhang? Es kam zur Verpuffung. Ja gut, ich hab's zugemacht. Vielleicht... Ja. Hallo? Also ich hab's... Na, wie kann ich euch beiden helfen? Vielleicht kommt's dann zur Explosion oder sonst was. Keine Ahnung. Aber dann explodiert ja nur die Dose. Wieso soll sich das Tor davon öffnen? Oder kommt da ein Strahl raus, der das Tor öffnet? Ich hab keine Ahnung. Probieren wir es einfach raus. Nochmal wegen dem Ferngespräch mit meinem Vater. Also wenn man irgendwie einen Auspuff zum Beispiel verstopft, dann explodiert ja unten, dann kommt ja auch kein Rauchstrahl raus, sondern jetzt explodiert einfach irgendwann der Auspuff wegen dem Überdruck. Da dürfte ja die Tür davon nicht aufgehen, oder? Können wir loslegen? Reminepo, ich rufe dich an. Gut, ich meine, sie hat das Tor schon mal durch Befuffung. Habt ihr gerade ein Auge in meinen Fernsprecher gestopft? Ja. Das ist kein Kinderspielzeug. Das ist ein Ritualspielzeug. Ja, eben, das bringt gar nichts. Warte mal. Keine gute Idee. Warum nicht? Das Auge ist eine gute Idee, aber... Ich möchte derzeit nichts versteinern. Frag in 5 Minuten nochmal. Was ist, wenn wir Hack reinstecken? Okay, ich... Du brauchst etwas ganz Starkes und Scharfes. Hast du etwas Passendes bei dir? Etwas Basilenauge, das ist stark. Ja? Hier hilft nur rohe Gewalt. Kannst du die Kiste vielleicht zerstören, um an ihren Inhalt zu kommen? Wie soll ich denn die Kiste zerstören? Können sie irgendwo runterwerfen? Durch den Aufprall soll sie kaputt gehen? Och Gott, nee. Das macht doch gar keinen Sinn. Wo soll ich denn wissen, dass die da wo die auftaucht? Also runterwerfen ist klar, oben beim Windbrunnen wo runterwerfen, aber wie... Och nee. Und ich denke die ganze Zeit, ich muss irgendwo einen Schlüssel finden. Aber ich muss wahrscheinlich die Kiste in den Windbrunnen werfen und sie dann mit dem Windlied wieder hochtun. Oder hier runterwerfen. In den Abgrund. Ah, ist das blöd. Also, das finde ich jetzt wieder doof. Entweder ich bin... Oder ich bin zu doof. Nein, ich will gerade nicht. Okay. Also tatsächlich hier runterwerfen in den Abgrund und hoffen, dass es zufällig beim Stadttor landet, oder wie? Ich meine, klar, da steht... Sie sagt zwar, das ist das Stadttor... Ja, Kiste. Das war's wohl. Die hat zwar gesagt, oder sie haben zwar gesagt, da unten ist das Stadttor, aber du kannst dir doch nicht sicher sein, dass das Ding da wirklich beim Stadttor landet. Das ist doch Quatsch. Ich denke mal, zu kompliziert, ne? Chili. Nee, macht keinen Sinn. Ich meine, wenn wir das jetzt hier reingetan hätten, um es dann irgendwie mit, keine Ahnung, oder irgendwie mit dem Basilenauge draufhauen oder sonst was. Oder hier in das Wasserrad stecken, damit das Wasserrad dagegen haut. Das hätte ich noch verstanden, aber den Abgrund runterwerfen, damit das zufällig hier... Nee, das ist zu unlogisch. Das macht keinen Sinn, das ist einfach zu unwürde. Kann man so... Obwohl nicht mal dann würde ich sagen, dass die Kiste davon kaputt geht. Das heißt, sei denn sie ist spröde gewesen, aber... Eigentlich dann auch nicht. Naja, egal. Was soll schon passieren? Ja, was soll schon passieren? So, das müsste jetzt aber reichen, oder? Ich meine, ich habe da noch die Nasenschoner, aber den braucht Robert wahrscheinlich noch. Hallo. Na? So. Ganz ehrlich, das ist wieder so eine... Ich mag solche Rätsel nicht, wo man einfach rumprobieren muss.
wo es keine ersichtliche Lösung gibt. Also bei der Kühlflüssigkeit zum Beispiel, das kann ich verstehen. Da bin ich selber schuld, da habe ich nicht dran gedacht. Aber das mit der Kiste jetzt, da könnte ich wieder ewig drauf rumreiten, weil das einfach zu unwahrscheinlich ist und keinen Sinn gibt. Nee. Stand ja auch nirgendwas davon, dass die Kiste irgendwie spröde ist. Der einzige Grund, warum ich darauf gekommen bin, die irgendwo runterzuwerfen, lag jetzt daran, dass es in der Lösung stand. Sonst wäre ich nie darauf gekommen, dass die irgendwie kaputt geht, indem man so runterwirft oder echt nicht gut Design. Also manche Rätsel in dem Spiel sind echt. Das war auch schon beim ersten Teil so. Entweder ich bin wirklich saublöd, was manchmal der Fall ist, das gebe ich zu. Manchmal bin ich wirklich saublöd, wie zum Beispiel bei der Mähne und der Kühlflüssigkeit. Manchmal bin ich wirklich doof. Aber manchmal, da ist das Spiel auch einfach, keine Ahnung, das verlässt es sich irgendwie zu sehr auf die Lösung. Finde ich zumindest. Vielleicht bin ich auch einfach saublöd. Keine Ahnung. Nochmal wegen dem Ferngespräch mit meinem Vater. So, Ritual. Ich finde das Spiel echt super, aber manche Rätsel sind wirklich... Können wir loslegen? Reminepo, ich rufe dich an. Ich nehme mal an, das war euer Werk. Da habt ihr den Salat. Die Tür ist kaputt. Ah, sehr gut. Die Tür ist kaputt. Dort wartet der letzte Windmönch, stimmt's? Ja, mein Junge. Mein Junge, ich gebe dir noch etwas mit auf den Weg. Einen guten Rat? Nein, ein Buch. Du wirst es noch brauchen. Großartig. Dann lass uns den Windmönch finden. Flötennase, jetzt hör doch auf. Komm einfach mit mir. Wenn wir Emil und allen anderen beweisen können, dass die Basilen nicht echt sind und dass du den Wind bringst und der König bist, dann brauchen wir keinen Windmönch. Nie wieder. Laura, du weißt, ich... Ja, du kannst das nicht. Ich hab's verstanden. Hör zu. Du tust, was du tun musst. Aber ich werde mit dem Basilen losfliegen und die Hinrichtung verhindern. Es tut mir leid. Mir tut es auch leid. Auf Wiedersehen, Laura. Jetzt hör auf zu heulen, Mädchen. Der kommt wieder. Ich war vielleicht zu hart zu ihm. Nein, Conroy war zu hart zu ihm. Aber du musst dich damit abfinden, dass du den Jungen nicht einfach in die richtige Bahn brüllen kannst. Lass ihn den Windmönch suchen. Vielleicht findet er ja die Wahrheit auf dem Weg. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Willst du einen Schluck Kräuterlikör? Nein, tut mir leid. Ich muss noch fliegen. Mach's gut, Dola. Es war schön, dich zu treffen. Mach's gut, Mädchen. Und Kopf hoch. So, du hässliches Ding. Bring mich zu Emil.